Herr Muschk, es gibt die Schweiz, dieses Land haben Sie auch schon als mein Land bezeichnet. Und jetzt gibt es da eine Gruppe von Menschen, die diesem Land dieses bedingungslose Grundeinkommen vorschlagen will, ja es da einführen will. Was denken Sie, was wird da geschehen? Was denken Sie, wie ist die Chemie zwischen diesem Land und dieser Idee? Ich möchte als erstes ein klein bisschen Werbung für Ihr Buch machen. Denn alles, was Sie jetzt nicht gesagt haben, steht nämlich da drin. Natürlich nicht alles, aber das Entscheidende. Also man wird der Initiative, die ja hoffentlich zustande kommt, vorwerfen, dass sie eine Milchmädchenrechnung aufstelle und so weiter. Mindestens wird diese Milchmädchenrechnung hier, für meine Begriffe, gegengerechnet. Sie wird ausgerechnet. Man kann also auch den Leuten antworten, die sagen, komm, also es ist Fasnacht, morgen ist sie vorbei. Ich habe das Buch als kleinen Augenöffner erfahren und eigentlich, was mir wichtiger war, was mich selber überrascht hat, als Seelenöffner, als Herzensöffner. Ich habe mir überlegt, was erzählst du jetzt in der Fülle deiner ökonomischen Inkompetenz? Zum Glück ist Herr Schmidt noch da. Was erzählst du jetzt als erstes? Und ich habe, komischerweise ist mir die Geschichte mit dem Ei des Kolumbus eingefallen. Sie erinnern sich vielleicht an die Redensart. Ihre historische, in Anführungszeichen, Wurzel bedeutet, dass Kolumbus gefragt, wie man ein Ei hinstellen könne, das Ei genommen hat und auf die Spitze gestellt und offenbar nicht zerschlagen, denn es stand. Die Frage dahinter war natürlich eine sehr ernsthafte, nämlich ist die Erde flach? Und er unternahm ja den Beweis, natürlich nicht interesselos, dass sie eine Kugel sei. Und das war ein Skandal, ein theologischer Skandal für die Zeit, immer noch damals. Und um jetzt ins 21. Jahrhundert zu springen, vor kurzem erschien ein sehr kluges Buch von Thomas Friedman, dem Reporter der New York Times, mit dem Titel Die flache Welt. Und er beschreibt die Phänomene der Globalisierung, was sie bedeutet für ihre Teilnehmer, sehr, sehr positiv, also als große Chance. Und ich habe viel damit zu tun, auch innerlich diesem Buch zu widersprechen, weil ihm meine Erfahrung und diejenigen, die wir jetzt nicht nur als Zeitungsleser, sondern leider viele auch als Betroffene machen. Die flache Welt bedarf einer neuen Rundung. Und das für mich, um jetzt nicht zu lange zu reden, das für mich ganz Entscheidende an diesem bedingungslosen Grundeinkommen ist, dass sie für die Beteiligten und für diejenigen, die sich dafür einsetzen, das sind ja jetzt die Ersten, hoffentlich sie alle, dass sie die Welt plötzlich wieder runder macht. Es ist eine, ich will nicht sagen, es ist die Antwort auf alle Fragen, aber es ist eine Technik, ein Verfahren, sich auf größere Fragen zu konzentrieren, statt auf falsche Antworten. Und das ist für mich das philosophische, wenn Sie wollen, kulturelle Ausgangspunkt dieser Initiative. Wenn man sie weiterdenkt, das sagen Sie einmal in einem YouTube-Interview, das ich gerade gesehen habe, sehr schön, Herr Schmidt, dann beginnt man mit den Leuten zu reden. Es ist ein Gesprächsthema wie mit Ihrem Vater. Und man kommt weiter. Man beginnt, das bisher Undenkbare zu denken. Die Sachzwänge beginnen auf einmal etwas plastischer zu werden. Wir erleben ja, und da sind wir mitten beim Thema, die für die Erfahrung der meisten von uns, eine gespenstische Entkopplung von Leistung und Geldwirtschaft. Wir haben heute eine Geldwirtschaft, die Monetarisierung der Welt gleicht der mittelalterlichen Scholastik. Sie ist die absolute Leitwissenschaft und geht von der Erziehung bis zum Gesundheitswesen durch. Sie strukturiert auch diejenigen, die sich gerne wehren würden, wenn sie nur wüssten, wie. Sie sind Teil eines Kontextes, der schlechterdings für den gewöhnlichen Sterblichen nicht änderbar, nicht entschlüsselbar ist. Was soll ich gegen einen Börsencomputer ausrichten,
der die Werte, die wir meinen zu schaffen, und einige von uns schaffen sie auch wirklich, der die Werte einfach im Nanosekundentakt kauft und verkauft. Ne? Also irgendjemand scheffelt da seine imaginären Milliarden aus der Substanz dieses Planeten, um es ein bisschen großspurig zu sagen. Und wie soll man gegen diesen Misthaufen anstinken? Und diese Initiative ist eine reale, reelle Möglichkeit dazu. Und also, Herr Müller, Sie tun so, als hätten Sie von mir das Schlimmste erwartet. Wir haben immerhin am Telefon schon ziemlich lange gesprochen. Haben Sie mindestens gemerkt, dass Sie mich kommen lassen dürfen? Ja, ich danke Ihnen. Sie haben mir einen Gefallen getan.